Ja, hallo und willkommen zurück bei einem Cheesy Cheese Jungle. Wir sind wieder zurück in der neuen Folge Train Simulator. Und zwar fahren wir heute mal wieder auf der Strecke Mannheim-Karlsruhe. Das Ganze fahren wir heute mal das Szenario Renntag Teil 1, vielleicht auch Teil 2, je nachdem. Und dabei fahren wir mit der DB BR 145, wie gesagt, von Mannheim aus. Und zwar übernehmen Sie in Mannheim einen BR 145 und bringen diese mit Ihrem Zug für das Autorennen zum Hockenheimring. Gut, das Ganze Sommer bewölkt und nun 40. Los geht's. Ja, momentan sind Train Simulator Sales, gibt einiges zu snacken. Ich persönlich habe noch nichts gefunden, was ich mal wirklich holen würde. Es sind zwar ein paar dabei, die ich nicht habe und runtergesetzt sind, aber im Moment habe ich zu viel andere Sache zu, wo ich mache, sagen wir mal so. Aus dem Grund kommen auch momentan noch weniger Videos als eh schon kommen. Und zwar habe ich vor kurzem zusammen mit dem Corny einen neuen Kanal angefangen. Und mir macht das momentan relativ viel Spaß, mit dem das mit dem Ganzen das zu machen. Denn der hat da. Wir machen da. Oh, was ist denn das hier? Das kenne ich noch gar nicht. Ah, das ist dieses Thompson Interactive Bundle. Welches grottisch ist. Nein, also. Dort spielt der Conny und ich zusammen RTS-Spiele. Also Spiele wie. Was zum Beispiel Total War oder Europa Universalis und mal schauen, was noch so kommt. Und da haben wir uns so einen festen Schedule gemacht. Ah, warte mal kurz. Heute ist Renntag am Hockenheimring. Und sie fahren eine BR-150 in einem Sonderzug zu dieser Veranstaltung. Nach Ende des Rennens übernehmen sie die Rückfahrt nach Mannheim. Warum folgen wir dem ICE, wenn wir ein BR-145 fahren? Ah, da ist unser Zug. Geben Sie die Tür auf, lassen Sie Fahrgäste hier in Mannheim Hauptbahnhof einsteigen. Gut, haben wir getan. Also, wie gesagt, da spiele ich einfach im Moment relativ. Haben wir ein bisschen Schedule gemacht und das ist relativ in der Hinsicht. Gibt in den Zug. Ach, egal. Ich werde mal heute jetzt nicht machen. Es gibt AFB. so. Ja, es, die Dinger gibt's. AFB. Wir machen heute nur SIFA, keine PZB, weil ich Angst habe, dass ich versehentlich auf meine Aufnahmetaste komme. Denn die liegt da irgendwo, glaube ich. Oder gibt es hier gar keine AFB? So wie es anhört, gibt es hier gar keine AFB. Doch. Gibt's. Dann können wir auch PZB fahren, ist also kein Problem. Also, los geht's. Und ja, da spielen wir RTS-Spiele in einem festen Schedule, also er macht ein Video, ich mache ein Video und solche Sachen. Und wir haben da relativ viel Spaß dabei. Weil es, wie gesagt, ein relativ interessantes Genre meiner Meinung nach ist. Ich habe schon immer gerne Strategy Games gespielt. Ich hab's gewusst. Ja, ich hab's gewusst. Ich war selbst schon schuld. I know. I know. Dann best fuck. Ja. Gut. Das ist schon mal ein guter. Fuck, habe ich die ganze Zeit die falsche Taste gedrückt? Nein, nicht. Strange. Auf jeden Fall haben wir da mit RTS-Spielen angefangen und wir beide mögen die eigentlich relativ gerne, RTS-Spiele. Und deshalb sind wir da auch relativ erpicht darauf, gerade mit dem neuen Release von Total War Warhammer. Welcher uns beiden gefällt, also wir haben beide extrem viel Spaß an Total War Warhammer.
Und wir haben auch, wir sitzen dann beide, das ist das größte Problem. Das Problem ist dann immer, dass man jetzt zum Beispiel nicht genug Zeit hätte, die Videos zu machen oder so. Nein, das Problem ist, wir sitzen dann da, auch wenn wir nicht aufnehmen, und spielen dieses Spiel dumm hoch und runter, weil wir einfach so viel Spaß gerade drin haben. Und ich bin mir momentan noch nicht wirklich sicher, was ich, also ob ich auch hier sowas machen sollte oder ob ich das nur da machen sollte. Also wenn ihr jedenfalls mal Interesse an solchen Spielen habt, also an Total War Spielen oder so, dann geht mal in die Videobeschreibung. Da dürfte ein Link zu dem Kanal drin sein. Einfach mal ein bisschen unten die Kanalbeschreibung öffnen und dann ist da ein Link zum Realtime Warrior Kanal. Da wird das Ganze gespielt. Also da werden dann Spiele wie Total War, Europa Universalis 4 oder was auch immer noch. Also ich will eigentlich früher oder später noch mit MOBA anfangen. Nur ich muss da ja schon mal reinkommen in das Spiel. Und ja, mal schauen. Also wir wollten alles so in Richtung RTS spielen, vielleicht auch in Wirtschaftssimulationsspiele, also in der Hinsicht Strategie. Mal schauen. Oh, könnten weiter schneller fahren. Ich fahre hier wie eine alte Oma. Ich komme doch 10-mal zu spät. Wir müssen Gas geben. Ja, und jedenfalls haben wir da relativ viel Spaß gerade dabei und deshalb vergesse ich meistens Videos aufzunehmen. Und ich muss auch ehrlich gesagt dazu sagen, ich suche immer noch. Also ich habe zwar mit OpenTTT, ja, ist das ganz lustig, aber ich suche wirklich nur dieses Spiel, wo ich hunderte Folgen davon machen kann, ohne großartig Probleme damit zu bekommen. Also das war zum Beispiel ein Riesenvorteil, so schrecklich. Also ich war scheiße in dem Spiel, ich habe mich nur darüber aufgeregt, aber so wie ich einmal gemacht habe in World of Tanks. Aber ich wusste halt eben, ich mache World of Tanks an, spiele 2 Runden, laber irgendwas Dummes dazu, hab meinen Spaß dabei oder auch weniger. Und ja, fertig, I'm fertig. Und so ein Spiel fehlt mir momentan, weil das Lustige ist halt eben an World of Tanks gewesen. Es kam, man muss an dem Spiel nicht wirklich was machen, um Scheiße anzuziehen. Das Spiel ist einfach, das wirft dir, also jedenfalls geht es mir so, das Spiel wirft einem direkt das ins Gesicht. Es mag einen nicht. Jedenfalls geht es mir so. Und die Sache ist halt eben, desto mehr man in Richtung Simulation oder so geht. Ich finde, Simulationen zu schauen, da muss man immer ein gutes Thema haben, über das man reden kann. Ansonsten sind Simulationen, ja, kann ich mich selbst hinsetzen und selbst spielen. Spaue ich dann jetzt ein RPG oder ein Shooter oder so, da kann ich dann was davon lernen. Aber jetzt in Train Simulator, so kann man ja nicht wirklich was von jemandem anderen lernen, wenn man nicht gerade ein Tutorial macht oder sich ein Tutorial von jemandem reinzieht, wie was im Zug funktioniert oder sowas in der Richtung. Was ich sehr interessant finde, sind Flugzeugsimulatoren, also auch die Videos dazu, weil man da wirklich was, wow, also krass. Aber ja, mal schauen, ich muss mal echt noch was überlegen. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht mit irgendjemandem irgendein dummes Projekt anfange, also irgendein Shooter oder so, keine Ahnung. Ja, Pünktlichkeit Malus, weil wir da am Anfang erst die Zwangse so bekommen haben und dann habe ich ja noch gedrödelt. Das war nicht gerade der Bringer. Ja, aber wie gesagt, da muss ich mir noch was überlegen. Ich bin mir noch nicht wirklich sicher, welches Spiel ich machen sollte. Ich habe so ein paar, mit denen spiele ich rum. Also ich weiß nicht, ob noch jemand aus der Zeit da ist, aber ich hatte mal in der. Also am Anfang war ja der Kanal hier eigentlich nur Minecraft. Und ich hatte so einen Kanal nebenher noch gemacht, da hatte ich dann andere Spiele drauf gemacht. Und ich habe mir mal vielleicht überlegt, ich habe damals da Gothic 1 angefangen, dass ich vielleicht auch mal mit der Gothic-Reihe wieder anfange. Also 1, 2, 3 und 4 lassen wir weg.
Oh Gott, 4. Das war echt. Oh Gott, die Gothic 4 war. Also Arcadia oder wie sie es genannt haben, war ja richtig schrecklich. Ja, aber jedenfalls, bin ich mir noch nicht sicher, was ich machen sollte. Ich wollte aber so ein bisschen wieder back to the roots gehen. Ich habe jetzt auch mal wieder das alte Intro und das alte Outro rausgesucht, das ich schon damals von Checker gemacht bekommen habe. Weil, ja, wie gesagt, ich will jetzt mal so langsam wieder die Fuhren kriegen. Ich habe es lange, wirklich lange, sehr lange schleifen lassen. Und ehrlich gesagt finde ich das bescheuert, weil rein theoretisch hätte ich genug Zeit dafür und ich habe den Lust. Das Lustige ist, ich will immer neues Equipment und ich habe Ideen, aber ich setze sie meistens nicht um. Das ist verdammt dumm. Ich weiß, dass das verdammt dumm ist, aber das bin ich halt. So, sind wir schon in Schwetzingen. Können die Bremse wieder ein bisschen aufmachen. Und dann können wir auch schon stehen bleiben. Wir sind gar nicht so spät dran. Weil ich jetzt eigentlich ganz gut hier ganz gut gebremst habe. So, wir gehen hier auf die 120 Zeug mit der AFB, dass wir nicht drüber hinausschießen. Und ja, wie gesagt, ich bin mal momentan halt eben, wie gesagt, am Überlegen, was ich machen sollte. An was ich Spaß hätte. Und weil ich finde immer, die Predigt halte ich eigentlich alle 5 Videos einmal. Man sollte an dem, was man macht, Spaß haben. Und deshalb habe ich eigentlich auch immer. Ich bin halt eben ein Spieler, der auch sehr oft Spiele wechselt, bis auf Total War. Ich weiß nicht, Total War. Ich habe so in meinem Leben so ein paar Spiele gehabt. Oh, fuck. Mit denen ich richtig Spaß hatte. Also mit denen die ich immer wieder gespielt habe und immer wieder drauf zurückgekommen bin. Und darunter war zum Beispiel Les Chaos. Eines der wohl schrecklichsten MMORPGs aller Zeiten. Aus irgendwelchen Gründen habe ich es in Massen gesuchtet. Dann Wolf Team habe ich Ewigkeiten, also bestimmt 3 Jahre im Stück durchgesuchtet. Und zu guter Schluss dann jetzt noch Total War und World of Tanks. Mir fehlt halt eben jetzt momentan genau so ein Spiel, wo ich dann auch auf dem YouTube-Kanal main-mäßig spielen kann. Klar, Train Simulator ist ein cooles Spiel, aber irgendwann geht einem die Szenarios aus und ich finde es irgendwie bescheuert, die gleiche Art an Szenarios zu bringen. Also ich habe so. Ich finde, wenn ich dann immer wieder neue Videos hochlade, will ich nicht immer die gleiche bringen. Und deshalb, ich weiß nicht, ich müsste mal mehr Güterzüge fahren. Ich fahr fast nie Güterzüge. Das wäre mal wieder was Besonderes, Neues. Aber naja, mal schauen. Da muss ich mal, wie gesagt, was überlegen, weil ich selbst, wie gesagt, momentan noch nicht so ganz weiß. Ich will, wie gesagt, ein bisschen back to the roots, vielleicht wieder ein paar Minecraft-Tutorials. Also ich habe ja wieder zwischendurch ein paar Minecraft-Tutorials gemacht, die weiterführen. So was in die Richtung, mal schauen. Einfach, dass ich mehr Spaß mit haben kann. Weil wie gesagt, ich finde es sinnlos, wenn man keinen Spaß mit seinen Videos hat. Wenn man seine eigenen Videos keinen Spaß, also wenn man schon beim Machen keinen Spaß hat, nachher bei seinen Videos schneiden und anschauen keinen Spaß hat, dann finde ich es sinnlos. Ist aber so. Und ja, da muss ich halt mal schauen, was ich mache. Welches Spiel ich jetzt anfange, mit dem ich meinen Spaß haben kann. Und wir dürfen wieder schneller fahren. Bis wir in Hockenheim schon gleich ankommen. Also, es geht heute flott vonstatten. Ich weiß nicht, ob wir noch den Teil 2 machen sollten oder ob ich mal den auf. Ob wir den das nächste Mal machen. Also, nicht das nächste Mal, sondern dass wir dann zwischen noch ein anderes Video machen oder so. Und dann den Weg zurück machen. Und da kann man ja, genau, das machen wir. Ich mache jetzt den Teil 1 und Teil 2 kommt dann, wenn ich
weiß, was ich mache. Also, wenn man so, wenn ich in etwa weiß, was ich vorhab. Und was auch kommen wird. You know. So was in die Richtung. Ich wollte ja mal anfangen, mehr Szenarios zu basteln. Also, ich bin auch momentan dabei. Momentan bastel ich zum Beispiel ein Szenario für. Was war das jetzt für eine Strecke? War es wieder. Trier-Koblenz? Nein, es war nicht Trier-Koblenz. Welche war es denn jetzt wieder? Welche war es denn? Ah, genau, Berlin-Leipzig. Genau, Berlin-Leipzig bin ich momentan wieder. Und zwar wieder mit dem NS-Wurm. Also, ODEC Repaint. Könnte lustig werden. Da bin ich momentan dabei, eins zu machen. Vielleicht können wir das ja dazwischen machen. Dass wir das dazwischen schieben und dann den Teil zurückfahren. Bis dahin sehe ich ja dann, ob ich irgendein APG oder Open World, anderes, oder Open World Game. Ich habe hier sogar mein Banner Open World Game drinstehen. Also, dass ich wieder damit anfange mit den Open World Games. Mit denen habe ich ja einfach meistens Spaß. Vielleicht auch The Witcher. Oh, das wäre bestimmt cool. The Witcher 1, The Witcher 2 und The Witcher 3. Das wäre auch. Oh ja, das wäre sneaky. Und Dragon Age, also da gibt es so viele tolle Spiele, mit denen ich immer meinen Spaß habe und immer haben werde. Und das werden wir dann mal sehen, würde ich sagen. So, da vorne ist schon Hockenheim. Ach Gott, das ging heute aber richtig flott. Das war aber kein langes Video. Aber es reicht aus, um das Thema halt eben anzusprechen. Das ich eh ansprechen wollte. Einmal, dass ich halt eben jetzt, dass die Leute wissen, was ich mache. So, warum weniger Videos kommen und so ein Mist. Ich glaube, wir fahren drüber hinaus. Habe ich ein bisschen zu spät die Bremse zu hart angezogen. Ah, es geht noch. Ja, ist alles gut. Hallo, ich bin sogar eine Minute zu früh da. Ja, geht. Easy peasy. Easy peasy lemon squeezy. Da habe ich. Ah, der Fehler ging zu weg. Ja. Gut, genau, mein Thumbnail. Ja, wie gesagt, wollte ich ja eigentlich nur sagen, was ich momentan mache. Falls Leute sich für RTS interessieren, da mal vorbei beten, vorbeizuschauen, um halt eben aktiv Content zu sehen, wenn man von mir aktiven Content sehen will. Also richtig aktiven, ich meine mit jeden Tag ein Video, da muss man dorthin gehen. Hier ist wie gesagt immer noch mein Ziel, Montag, Mittwochs, Freitags Video. Wenn ich, glaube ich, auch mal ein Projekt hätte, mit dem ich das machen könnte, dann werde ich das durchziehen. Und ja, ich würde sagen, das war das Szenario. Szenario abgeschlossen, Zugfahrt abgeschlossen. Gute Arbeit, Kollege. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.